Neben den großen Literaturepochen gab es auch zahlreiche kleinere Strömungen, die um die Jahrhundertwende im 20. Jahrhundert existierten. Das sind die sogenannten modernen Epochen, und welche Strömungen das sind, das erfährst du jetzt. Modern dies, modern das. Immer wieder hört man diesen Begriff, der auf etwas Aktuelles hinweisen soll. Damit wird die Zeit zwischen etwa 1890 und 1930 gemeint. Die Bedeutung von modern hat sich gar nicht so sehr verändert. Das lateinische Ursprungswort modernus für neu bzw. gegenwärtig entwickelte sich aus dem Adverb modo, was so viel wie gerade, erst oder eben bedeutet. Und das schlägt sich in der Einstellung der Künstler wieder. Die industrielle Revolution hat bahnbrechende Technik, wissenschaftliche Fortschritte und neue politische Formen ermöglicht. Die Künstler wollten diese neu gewordene Welt in einer ebenso neuen Kunst manifestieren. Im literaturwissenschaftlichen Kontext ist die Moderne die Zeit um die Jahrhundertwende, wo der Fortschritt generell begrüßt, aber in seiner Wirkung hinterfragt wird. Die wichtigsten Strömungen Impressionismus, Dadaismus, Symbolismus und Surrealismus bringen wir dir jetzt näher. Der Impressionismus, vom lateinischen Impressio für Eindruck, existierte als Epoche erst nur in der Malerei. Statt wie zuvor ihre Motive einfach detailgetreu nachzumalen, wollten die Impressionisten die Grundstimmung einfangen. Die Fixierung lag also nicht auf einer realistischen Nachstellung, sondern auf den Farben. Maler saßen zu unterschiedlichen Uhrzeiten an einem gewissen Punkt und beobachteten, wie die Sonne auf diesen Punkt einfiel. In der Literatur verlief das ähnlich, denn der im Naturalismus entstandene Sekundenstil wird wieder verstärkt verwendet. Kleine Details sollen ein ganzheitliches Stimmungsbild konstruieren. Die Realität tritt deswegen erst einmal in den Hintergrund und räumt den Platz für die eigene Wahrnehmung. Wer schon mal ein dadaistisches Werk gehört, gesehen oder gelesen hat, der weiß, das ist echt komisch. Während einige Strömungen mit den vorherrschenden literarischen Formen brechen, brechen die Dadaisten mit der Literatur im Allgemeinen. Sie verwenden noch nicht einmal richtige Worte. Woher das Wort Dada kommt, ist auch nicht wirklich klar. Eine Version besagt, dass es vom französischen Wort für Steckenpferd kommt. Eine andere Erklärung deutet auf ein Schweizer Waschmittel hin und wiederum andere Erklärungen erzählen noch abstrusere Geschichten. Der Dadaismus versteht sich als direkte Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, wirkte also ungefähr zwischen 1915 und 1925. Der Dichter Hugo Ball gründete im Jahr 1916 das Cabaret Voltaire zusammen mit Emmy Hennings. Dort wurden aber ab einem gewissen Zeitpunkt Lautgedichte und andere bizarre Kunst ausgestellt und aufgeführt. Sein Lautgedicht Karawane ist hier das bekannteste Beispiel. Nach einer gewissen Zeit gab es auch Dadaisten mit Ausstellungen in Berlin und anderen Städten. Dadaismus arbeitet gegen eine Kunst, die ihre Ordnung und Schönheit dazu verwendete, Kriege zu fördern und von Problemen abzulenken. Dada-Werke waren nicht geplant, meistens entstanden sie aus dem Bauch heraus. Viele der damals ausgestellten Skulpturen existieren nur noch als Fotos, da man sie direkt danach zerstörte. Dadaismus war also gegen alles, wofür eine ästhetische Kunst stand. Es gab aber auch Strömungen, die sich nicht mit der Politik oder dem Weltgeschehen beschäftigten. Dies waren die Symbolisten. Schriftsteller des Symbolismus wollten keine gesellschaftliche Realität darstellen oder persönliche Empfindungen auf äußere Ereignisse projizieren. Sie schufen mit ihren Werken eigene mystische Welten, die vage an die Realität erinnern. Die Wahrheit wird also nicht direkt beschrieben, sondern über Symbole angedeutet. Eine bekannte Redewendung, die hier ihre Verwendung findet, ist sinngemäß Kunst um der Kunst willen. Symbolisten wollten eine reine Kunst schaffen, frei von jeglichen realen Motiven und Tendenzen.
Surrealismus ergibt sich aus dem Wort Realismus und dem französischen Präfix sur, was über bedeutet. Surrealismus bedeutet also über dem Realismus. Aber wie kommt man darauf? Eine große Rolle spielen dabei Sigmund Freuds neue Erkenntnisse über das Unbewusste. Du wirst sicher auch mal was Bizarres geträumt haben. Freud war der Ansicht, dass diese bizarren Träume etwas über die innere Verfassung aussagen und dadurch persönliche Wünsche geäußert werden. Er beschrieb Träume als den Königsweg zum Unbewussten des Menschen. Surrealisten hatten darauf aufbauend eine eigene Art zu arbeiten. Sie verwendeten Drogen, ja, du hast richtig gehört, oder sie schrieben, wenn sie besonders müde waren. Das sollte einen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf verursachen, wo das Gehirn ohne Beschränkungen ungefiltert herausarbeitet. Sie erhofften sich dadurch eine bessere Kunstsprache mit bedeutenderen Bildern und neuen Ideen. So, das war jetzt ein grober Überblick. Natürlich steckt hinter allen Epochen noch viel mehr. Tatsächlich ist es so, dass Epochen keine fest abzugrenzenden Zeitabschnitte sind, sondern immer fließend ineinander übergehen. Teilweise treten Merkmale der einen Epoche unvermittelt in einer anderen wieder 10 Jahre später auf. Zu den typischen Werken dieser modernen Epochen gehören unter anderem Tod des Tizian von Hugo von Hofmannsthal, Kaspar ist tot von Hans Arp, Das Stundenbuch von Rainer Maria Rilke und Die Beständigkeit der Erinnerung von Salvador Dalí. Hier auf der linken Seite findest du eine weitere Epoche einfach erklärt und mehr Videos gibt es natürlich in unserer Playlist. Also abonnieren und Daumen hoch freut uns sehr und bis bald. Ciao!